Und für alle, die glauben, dass da in diesem blauen Bereich keine Chemtrail-Stäbe vorhanden sind, kann ich nur sagen, die gibt es da sehr wohl. Die sieht man nur nicht, weil es dort Minimum an Luftumgebungsfeuchtigkeiten gibt, sodass drauf das Wasser derzeit kondensiert. Ja? Die sind lediglich im Bereitschaftszustand, solange irgendeine Strömung Luftfeuchtigkeiten in den Raum bringt, und dann wird das genauso kondensieren wie das da oben. Zu dieser Kondensation auf den Festpartikeln, ja, wollte ich auch noch so Kleinigkeit erzählen. Sagen. Also jeder kennt es, Lagerfeuer, ja. Und auch sehr gute Verbrennung, ja, ist immer Luftfeuchtigkeit im Spiel. Ja. Aber wenn man jetzt die Stäube betrachtet, ja, und das kondensierende Wasser auf diesen Staubpartikeln aus dem brennenden Holz oder wie auch immer, ja, ist das nicht nur die Luftfeuchtigkeit, die irgendwie im Holz vorhanden war, sondern auch die Luftfeuchtigkeit, die aus der umgebenden Luft auf dem Rauch, auf dem Staub, dann von der Luft quasi, drauf kondensiert. Ja? Und das ist das, was man immer wieder als Beispiele für solche Vorgänge nehmen kann. Ja, also man muss nicht unbedingt sich da die wissenschaftlichen Videos anschauen von Universitäten und von Forschungsteams und ich weiß nicht was alles, die da jetzt da zeigen, dass die da jetzt da Laboruntersuchungen machen mit verschiedenen Art der Aerosole, sei es jetzt da die chemische Bindung, also aus welchen chemischen Substanzen sie bestehen, welche Kerngröße bzw. das Spektrum von verschiedenen Größen sie aufweisen. Ja, welche geometrische Art sie sind, ja, ob sie eher so regelmäßige Oberflächen aufweisen, sei es jetzt da kugelig oder würfelig oder mehr, also eckige Anordnungen, haben die glatte Oberflächen, also außer die Kanten, haben die Poren, ja. Also Koks zum Beispiel ist so typisch für sehr gute Aufnahme von Luftfeuchtigkeiten. Koks, warum ich sage Koks, ja, das wissen auch nämlich sehr, sehr wenige Leute. Wenn es irgendwo in Feldern oder auf den in Wäldern, ja, Überflutungen gibt, dann nimmt man verbrauchten Koks, also nicht komplett ausgebrannt, ja, weil beim Koks verbrennt natürlich nur der Kohlenstoff, aber diese verschiedenen Verschmutzungsbestandteile, die bleiben, also der Koks ist nach wie vor fast so wie vorher, also hartes, so wie Gestein, sehr porös, ja, und man nimmt diese Koks, also benutzte Koksbrocken zum Austrocknen von großen Feldern, ja, oder man wirft es sogar beim Straßenbau, also wenn man so Straßen baut über die Felder, also die ständig feucht sind, also wo die Feuchtigkeit nicht weggeht, ja, weil eben durch diese ganz große Oberfläche auch im Innen, ja, also man muss betrachten auch die Oberflächen in den Poren selbst, ja, zieht so Unmenge Wasser an sich, dass erstens die Kondensation auf der Oberfläche, aber andererseits auch das Ziehen der Luftfeuchtigkeit in die Poren rein, ja, und genauso ist das mit diesen nanoskopischen Aerosolen, ja, bei diesen Forschungen, ja, wo man verschiedene Art von diesen Kernen versucht herzustellen, die so viel wie möglich Wasser an sich binden können. Jetzt da natürlich
Versuch wird Kondensation, weil nur das Kondensierte kann das wieder freigeben oder kann sich wieder trennen und als Niederschlag, als Regen runterkommen. Das, was durch diese kapillare Wirkung physikalisch gebunden wird oder gar chemisch gebunden wird, also verschiedene Zwischenbindungen gebildet werden, also wo andere Kräfte wieder zum Wort kommen müssen, dass sich das wieder die Reaktion umdreht und das Wasser wieder freigegeben werden kann. Ja. Also vor allem sind das die Kondensvorgänge im Spiel natürlich, ja. Obwohl, wie man sagt oder wie man sieht, nicht immer. Ja. Und das wissen die Wissenschaftler sehr wohl. Also nicht nur diese Klimakonferenz 2014 in Deutschland, wo über dieses Thema gesprochen wurde, ganz öffentlich, ja. Also nicht nur, dass da jetzt da Videos davon vorhanden sind, sondern das wurde auch schriftliche Publikation herausgebracht. Also die wissen sich ganz, die kennen, also was diese elementaren Vorgänge angeht mit diesen Aerosole, die Biester, die Psychopathen, die kennen sich verdammt gut aus damit, ja. Was sie aber nicht, sie sich nicht auskennen. Sie akzeptieren das einfach nicht, dass sie die Natur nicht unterkriegen können. Ja, die Natur ist viel mächtiger. Sei es jetzt da, was die von Weltraum, Sonne und so weiter angeht und verschiedene andere Sonnen, also kosmische Strahlungen bestehen nicht nur von der Sonne oder kommen zu uns nicht nur von der Sonne, sondern von sehr vielen anderen strahlenden Objekten beziehungsweise reflektierenden Objekten, ja. Und zusätzlich zu der Sonne natürlich die Sache mit der Erde an sich selbst, also das heißt die Masse der Erde, die daraus entstehende Gravitationskräfte beziehungsweise Fliehkräfte, also Schwungkraft, ne? Und, ja, und das ist immer noch viel mächtiger wie die Macht dieser Psychopathen, ja. Sei es jetzt da, wenn sie mit nanoskopischen Objekten arbeiten oder mit ein bisschen größeren Objekten, also obwohl das eher wenig Sinn macht, die nanoskopischen Objekte geben den Vorteil, dass es in derselben Masse, in demselben Gewicht viel mehrere davon geben kann und die sich natürlich viel mehr verbreiten lassen. Ja, also die nanoskopische Welt ist auf jeden Fall bei diesem Vorhaben vorteilhafter und das machen die auch. Ja, aber gegen die Natur sind sie immer noch nicht der Herr der Dinge. Schade. Ja, genau, ihr Geoengineering-Deppen-Idioten, Psychopathen. Direkt in den Wind hinein, dass das jeder sehen kann, gell? Beziehungsweise, die schätzen sich nichts mehr heute. Ja, denen ist es wurscht, ob die Leute das sehen oder nicht sehen. Deswegen trauen sich, das direkt in den Wind auszuspucken, auszuspritzen, auszusprayen.
weil sie ganz genau wissen, auch wenn wir das sehen, können wir sowieso nichts dagegen machen. Ja? Obwohl das sowieso fraglich ist, ob das so ist. Ja? Also es hat sicher irgendwas damit zu tun, dass die jetzt da um jeden Preis gegen Russland den Krieg führen wollen, ja? Irgend hat es damit zu tun. Ja, denen ist das jetzt da schon vollkommen wurscht, ob die Leute das mit eigenen Augen sofort erkennen, sehen können. Weil das spielt wahrscheinlich heute schon keine Rolle mehr. Denen geht's nur primär, den Krieg jetzt da so möglich und so schnell wie möglich zu starten. Zwar weiß ich nicht gegen wen, weil gegen Russland, das ist irgendwie zu weit, ja. Das hat mit den Russen nichts zu tun. Sie wollen mit irgendwen auf der Welt den Krieg führen. Ja, deswegen wird's einfach, ja, leicht gemacht. Russland ist der Gegner. Gut, dann wird der Krieg gegen Russland geführt. Ja, mich würde schon interessieren, gegen wen sie den Krieg führen würden, würde Russland überhaupt nicht existieren. Dann müsste es den anderen geben, gegen den sie den Krieg führen müssen.